Wenn wir einem Problem gegenüberstehen, dann beten wir. Und häufig beten wir um irgendwelche Dinge, von denen wir denken, dass wir sie benötigen, damit wir aus der Situation, die schwierig ist, aus dem Mangel, dem Problem herauskommen. Weißt du, eigentlich ist die Hauptursache für die meisten Probleme und Schwierigkeiten, in denen wir stecken, ein Mangel an Weisheit. Die Weisheit, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Die Weisheit Gottes, zu wissen, was wann dran ist und was eben nicht. Das ist etwas, was wirklich kostbar ist. Das Schöne ist, dass Gott dir, wenn du sein Kind bist, diese Weisheit anbietet. Sie steht dir quasi unbeschränkt zur Verfügung. Die Weisheit Gottes ist für dich verfügbar. Und du brauchst keine Entscheidung zu treffen, wo du später feststellst, dass sie falsch waren, die du bedauerst. Sondern du kannst Gott bitten, um Weisheit, das Richtige zu tun, um gar nicht erst in solche Schwierigkeiten und Probleme hineinzukommen. Schau, Jakobus bringt es wirklich auf den Punkt. Er sagt, wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. So wird sie ihm gegeben werden. Wenn du Gott bittest, gibt er dir seine Weisheit. Und wir alle mangeln an Weisheit. Wir alle brauchen den göttlichen Input, was wir wann, wo, wie zu entscheiden haben. Wir beten häufig um Weisheit, die richtigen Entscheidungen einfach zu treffen. Und es ist besser, wenn du um Weisheit betest, als wenn du um Kraft betest oder um Dinge oder Gegenstände oder Geld oder was auch immer. Bete um Weisheit und der Herr wird deinen Weg wirklich führen. Ich glaube, dass es etwas Kostbares ist, was Gott dir geben möchte, was dir zur Verfügung steht. Die Weisheit Gottes, die dir hilft, in deinem Leben die richtigen und weisen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Fang an, um Weisheit zu bitten. Fang an, darum zu bitten, dass der Herr dich führt. Auch aus der Situation, in der du gerade bist. Weisheit, wie du damit umgehen sollst, wie du dort hinauskommst vielleicht, wie du hineingehst in das, was er für dich hat. Die Weisheit Gottes steht dir zur Verfügung und sie wird dazu führen, dass du tatsächlich in den Sieg hineinkommst. In dem Sinne glaube ich, Gott hat mehr für dich.